Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Pokalspiel hier. Im Achtelfinale treffen wir auf den HSV und das bei Schnee. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Bei Schnee spiele ich eigentlich fast noch unlieber als bei Regen, denn dieses Weiße, das nervt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele mit einem gelben Ball, der ist aber wenigstens relativ gut zu sehen. Ich habe eigentlich einen Zufallsball an, das heißt, es hätte auch ein weißer Ball kommen können. Das wäre natürlich blöd gewesen. So, Van der Vaart, den sollten wir heute nicht allzu viel hier machen lassen. Da gehen unsere Spieler schon irgendwie nicht ran, weil die doof sind. Dankeschön, wäre doch mal super. Und jetzt können wir gleich mal hier das Spiel eröffnen nach vorne. So, gleich mal rüber auf Bender, der hier mitgelaufen ist. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil auf der anderen Seite jemand geschlafen hat. Wer spielt denn defensiv neben ihm? Das ist ja die Frage. Spielt wieder Kirch oder wie? Der kann ja im Pokal da ja spielen. Nur in der Liga ist er gesperrt. Komm, geh ran, geh ran. Ja, super. Auf geht's, Mkhitaryan. Und da ist Gündogan und Aubameyang. Was war das denn? Ich wollte zwar einen Steilpass haben, aber der sollte auch steil nach vorne und nicht irgendwo in meinen Rücken gehen. So, Ostrolek, war der nicht von Augsburg? Kann mich da noch dran erinnern, dass der mal bei Augsburg war. Der hat nämlich die Ecken von rechts immer gemacht. Zumindest bei mir. Das ist der einzige vernünftige Linksfuß war bei denen. So, Diekmeier auf Großkreuz und jetzt Bender. Schönes Ding und... Oh, was war das denn? Anscheinend gibt es einen Eckball. Ah, mir gefällt das gar nicht mit dem Schnee. Sehe ich irgendwie nicht so viel. Sieht irgendwie ganz komisch auch aus. Weil ihn kenne ich kein Feld in Deutschland, wo es so aussehen würde. Na gut, wir sind beim HSV hier. Aber, nee, Quatsch. Nicht, dass ich mir jetzt mit den HSV-Fans wieder verscherze. Nee, aber so sieht es eigentlich in keiner Arena aus hier. Da wird eigentlich der Rasen entweder beheizt oder da wird nochmal... alles weggeschoben und taut dann weg automatisch, aber so eine Bodenfrostgeschichten hier mit so einem schönen Schneeteppich drauf, das sieht man dann vielleicht in Russland, aber nicht bei uns. Und die MTech Arena, die ist nicht so wirklich russisch. So, komm. In die Mitte. Oh, meine Herr, wie lange brauchen wir denn da? Schade. Habe ich da eben Dungu gelesen? Nee, ne? War ein anderer Name, oder? Haben sich nicht Zafak geholt und haben den irgendwo hinten hingestellt. Ich glaube nicht. Aber man weiß ja nie. Oftmals stellen die hier wirklich Spieler auf Positionen, wo die noch nie gespielt haben. Und trotzdem passiert einiges. Unerwartetes! Komm, 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 komm! Was war das? Um Gottes Willen! Schade. Ich wollte da schießen und dann hat er wahrscheinlich wieder irgendwem in die Beine gehauen, statt zu schießen. Adler ist hier auf jeden Fall noch beim HSV. In der privaten Trainerkarriere ist er zu Barcelona gewechselt. Warum, weiß ich nicht. Weil Barcelona hat ja eigentlich auch Ter Stegen sich gerade erst geholt zu dem Zeitpunkt. Aber keine Ahnung. Irgendwie wollen die den wohl haben. Noch ein Foul von uns. Jetzt wird's zum Hobby. So. Komm, mach, Jung. Aslan. Und gleich mal vor mit dem Ball. Wir stehen wieder bereit. Müssen aber wieder verzögern. Alleine wird es schwierig. Aubameyang ist mal dabei. Das ist super. Und Bender gibt den Fehlpass. Ah, Bender hat sich noch nicht so in unsere Offensivmannschaft hier integrieren können. Sind ja eigentlich sehr, sehr offensivlastig. Und Bender mit seiner defensiven Stärke zeigt immer wieder, dass er defensiv... was drauf hat, offensiv aber eher so, so lala. Wenn er mal mitläuft, dann weiß man schon, na, da geht nicht so viel. Muss schon zufällig irgendwas passieren. Da ist er wieder. Der Bender. Schafft er es mit dem Zufall? Nee, schafft er nicht. Wir sind sehr viel gelaufen hier in dem bisschen. Ach nee, wir hatten ja von vornherein nicht viel Ausdauer, stimmt. Ich werde mich mal ein bisschen zurückhalten. Wir sind doch sehr viel in unserer Hälfte, ne?
Kommt mir vielleicht jetzt auch nur so vor, aber generell eher so ein mittelfeldlastiges Spiel, nicht so ein Spiel, wie wir zuletzt meistens hatten, entweder in der eigenen Hälfte, zuletzt gegen Wolfsburg war das relativ häufig in der ersten Hälfte zumindest der Fall. Und ansonsten fast nur in der gegnerischen, gegen Düsseldorf und gegen Bremen haben wir ja eigentlich nichts vom Gegner gesehen. Gegen Augsburg eigentlich auch nicht wirklich. Eine Chance hatten die, glaube ich. Eieiei. Ah, wir sind heute ein bisschen aggressiv drauf. Muss ich schon mal sagen hier. So, Mkhitaryan, was war das für ein Pass? Steht doch keiner. Gut, holen wir uns einen Einwurf. Aubameyang, du stehst da noch, Mensch. Mach ihn doch selber. Okay, vorher stand er frei. So, Gündogan, schön. Und jetzt hier in die Mitte. Da ist Arslan dazwischen. Und wir bleiben mal wieder hier. Gucken wir, dass uns den hier irgendwo hinspielen kann. Kannst du uns gerne hierher geben? Ah, das Problem ist immer, dass man keinen Autofokus hier bekommt. Finde ich sehr, sehr, sehr störend. Na komm, ach, schade. Man sieht auch nichts, weil die weiße T-Shirts anhaben. Aubameyang hier. Verletzt worden. Eiskalt hier vom Spieler. Na gut. Er geht zum Ball und Aubameyang hat eine ungünstige Position, muss aber ausgewechselt werden. Ist schade. Hätte gerne mehr von dem gesehen. Der hat viel Tempo und hätte wahrscheinlich mit uns hier gut zusammenspielen können. So, Mkhitaryan, schöner Pass. Aber da gehen uns langsam auch die Alternativen aus. Muss bald wieder der Kingsley Coman spielen. Komm schon, schieß! Oh, schade. Beinahe hätte der abgefälschte Ball das noch ein bisschen gefährlicher gemacht. Aber so war er natürlich ungefährlich. So langsam wieder aufs Tor kam danach. Okay, den wollte er nicht. Er muss sich die Bälle erarbeiten, sagt er. Schenken lässt er sich hier nichts. Na, komm, weiter durch. Ah, wenn die einmal aus dem Konzept sind, dann kommen die auch nicht wieder rein, ne? Die können sich dann nicht neu orientieren, die Schweine. Komm, geh ran da. Drei Leute stehen da und keiner geht auf den Ball. Das sieht schon wieder ganz böse aus gerade. Ganz, ganz böse. Aber ein Glück steht er im Abseits. Aber es geht zunehmend in die falsche Richtung. Aber wie gesagt, das liegt auch wahrscheinlich mit daran, dass es hier so ein richtig ekliges Schneespiel ist. Ich will keine Schneespiele haben. Die werde ich auch demnächst wieder ausmachen. Ich habe jetzt bloß nicht drauf geachtet hier. Schnee ist einfach nur blöd. Müsste auch ein Standardwetter einstellen können, was halt immer kommt. Weil ich will mich nicht ständig damit auseinandersetzen müssen, das zu ändern hier. Na gut. 0 zu 0 zur Halbzeit. Ich hoffe mal, ich kann noch ein bisschen was aufbieten hier. Noch haben wir einen kleinen Puffer, was die Tore pro Spiel hier angeht. Also Tor schießen pro Spiel. Aber ich will den auch nicht verbraten, den Puffer. Sondern ich will den eigentlich ausbauen. 16 haben wir jetzt und wir haben 13 Partien gemacht. Wobei da eine Partie auch reinzählt, in der wir, glaube ich, 10 Minuten gespielt haben und dann runtergehen mussten. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Auf jeden Fall waren wir da nicht lange drauf, waren dann verletzt und mussten nach, ja, höchstens 20 Minuten, ich weiß nicht genau, wie lange wir da rumgelegen haben, aber auf jeden Fall konnten wir nicht viel im Spiel machen, mussten mehr vom Feld. So, jetzt geht's weiter. Mkhitaryan alleine hier vorne. Nein, ach Mann. Da fordere ich den Ball an und dann spielt er den natürlich wieder. Aber ich habe sie vielleicht auch ein bisschen zu lang gedrückt, die Taste. Und Müller, das sieht doch wieder gefährlich, gefährlich aus. Also heute haben wir es nicht. Ich glaube, der Schnee liegt mir einfach nicht. Könnte aber sein, dass wir da noch einen Erfolg bekommen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal ein Schneespiel hatten hier, den Part. Komm schon, und jetzt geht's ab nach vorne. Mkhitaryan, komm, 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 lauf, 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 mach, 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 mach. Junge, was machst denn du? Siehst du uns nicht, oder was? Wir stehen komplett frei vorne. Das ist eigentlich fast immer der Fall. Einfach nur mal sinnlos nach vorne bolzen, dann wirst du ihn schon finden. Ach, Mann, Mann, Mann. Das war ja mal richtig dumm von ihm. Dass er da nicht den Weg nach vorne wählt, sondern irgendwo nach hinten spielen will.
So, da war aber Arslan dran. Ja, wir haben nicht mehr so viel Ausdauer über, um jetzt hier großartig noch Sprünge zu machen. Aber wir schaffen sogar das ganze Spiel hier mitzuspielen. Na, komm, laufe! Ach Mann. Ach Mann. Ja, was haltet ihr von Schneespielen? Ich mag's nicht. Habe ich, glaube ich, jetzt oft genug erwähnt, aber. Was ist das denn? Ganz einfach. Warum bist du da jetzt umgefallen? Bist du weggerutscht oder was war da? Mann, Mann, Mann. Weiß ich gar nicht, ob da die Wahrscheinlichkeit höher ist, bei Schnee wegzurutschen. Bei Regen ist es ja so. Ah, Mkhitaryan. Komm schon, geh ran, geh ran, geh ran. Das gibt's nicht, diesen Van der Vaart, der ist nicht so stark. Da könnt ihr doch mal den Ball abnehmen hier, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal, wenn der Van der Vaart im Ballbesitz ist, geht da kein Schwein auf den Ball drauf. Ran da jetzt. Der hat bisher jeden Ball an den Mann gekriegt. Das kann doch nicht sein. Macht den nicht stärker, als er ist. Das ist immer diese Heldenverehrung hier. So, unten, ja, schön. Und jetzt Mkhitaryan, gespielt doch mal hier runter, Mann. Das kann doch nicht sein. Wieder spielt er den falschen Pass. Mann, Mann, Mann. Das ist immer gegen Mannschaften, die oben stehen. Da spielen die wie die letzten Lutschen da, ja. Das gibt's doch gar nicht. Foul nennt man das. Von Arslan. Wird aber nicht gepfiffen. Ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht noch 5 Minuten. Vielleicht sieht der Trainer dann noch von alleine ein, dass wir hier runter müssen. Wenn nicht, müssen wir ihm das signalisieren. Aber ich glaube, er will uns nicht von alleine wechseln. Aber nur, weil wir ihnen hier sehr, sehr viele Tore beschert haben bisher. So, jetzt läuft Mkhitaryan mit. Schön, schön gesehen. Und jetzt kannst du mal alleine. Das gibt's doch nicht. Warum musst du mir denn immer passen, Junge? Bist du zu doof oder was? Er kriegt es nicht hin, alleine mal aufs Tor zu schießen. Und wenn ich ihn von alleine oder wenn ich drauf drücke und sage, er soll schießen, dann macht er den nicht anderen so gut, wie er könnte. Deswegen lasse ich das halt. Nervig gerade. Geh mal drauf. Ah, schade. Go, 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 go. So, Van der Vaart. Lenkt den hier, glaube ich, ins Aus, oder? Waren wieder zuletzt dran. Nee, nee. Van der Vaart. Beister kommt nochmal für Müller. Ne? Das wird ja noch schöner. Noch mehr Offensivkraft. Ach, Junge. Drauf, 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 drauf. Und der lange Ball, den dürfte er haben, ja. Bei jedem Fall kein Problem. Wir haben danach, glaube ich, eh 1,5 Wochen Pause. Von daher ist es nicht so schlimm, dass wir hier erst einmal keine Ausdauer mehr haben. Hauptsache, wir verletzen uns jetzt nicht. Die Frage ist, ob es nicht besser wäre, jemand anderen spielen zu lassen. Die Verlängerung können wir eh nicht mitmachen, das ist schon mal ganz klar. Ich glaube, ich frage jetzt lieber die Auswechslung an. Weil nicht, dass er jetzt mit anderen 2 Auswechslungen plant. Ist ja schon relativ spät im Spiel. Und dann gehen wir nicht runter. Das wäre natürlich blöd. Jetzt kann er das ja nochmal ändern, solange das hier nicht durchgeht. Ach, Giroud war das, den ich mal als Dungu gesehen habe. Dungu Zafak. Und da ist das Gegentor. Ja, von wegen Verlängerung. Das war's mit dem Pokal. Es war abzusehen, ja. Die waren hier über weite Strecken viel gefährlicher. Und unsere Chancen da vorne, die wollte Mkhitaryan einfach nicht nehmen. Jetzt müssen wir mal sehen. Das Spiel spielen wir aber zu Ende, Freunde. Da lasse ich mich nicht lumpen. Ja, da gibt's Pfiffe. Anscheinend von der eigenen Mannschaft. Vom HSV muss das gewesen sein. Wahrscheinlich, weil wir jetzt gewechselt haben und die das so ein bisschen als Zeitspiel sehen. Ist mir aber vollkommen Banane, ehrlich gesagt, was die wollen. Ach, schade. Falscher Fuß. Hallo, gibst du mir den mal? So, Wenderson oder Wanderson. Und auf geht's vor, vor, vor. Ja, lauf. Wo passt du hin, Alter? 50 Meter zu weit. Und der Torwart hätte es beinahe noch geschafft, uns das Tor hier zu schenken. Aber natürlich ist er da nicht dran, ne?
So, wir müssen jetzt klug angehen hier. Wir haben nur eine Chance. Dankeschön, Eckball. Sokrates, Sokrates. Wo ist er denn? Sokrates. So, wenn wir das wieder einstellen, dann gehen die, glaube ich, wieder ganz komische Wege. Immer den kurzen Pfosten hier. Oh. Komm, 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 rein damit. Nein. Wir werden immer mehr rausgehen hier. Dumbia, nein, das kann nicht wahr sein, das war's. Das war's. Wir verlieren das Spiel sehr, sehr unglücklich, aber auch verdient, ehrlich gesagt. Also der HSV war über weite Strecken besser. Kam mir wahrscheinlich besser mit den Witterungen klar. Ich habe mich da leicht gestört gefühlt, aber daran kann ich es jetzt auch nicht festmachen. Schneeschippen, genau, so war das erste Spiel und auch das letzte. Ich habe nämlich keine Lust drauf, im Schnee zu spielen. Haben uns jetzt nicht großartig beweisen können im Spiel. Sind rausgeflogen. Erik Domer, der Beste bei uns. Und sehr, sehr wenige Chancen generell. Wir hatten aber trotzdem noch mehr als der HSV und trotzdem konnten wir die nicht nutzen. Somit war es das hier im Pokal für Dortmund. Und deswegen interessiert uns der Pokal auch nur noch am Ende. Nämlich, wenn wir sehen, wer gewinnt, beziehungsweise wer vielleicht im UEFA Cup steht dadurch. Ja, 4 Wochen ist Pierre-Emerick Aubameyang verletzt und Kirch ist wieder da in der Liga. Wir werden erstmal die Zeit hier simulieren, die jetzt kommt und mal sehen, vielleicht kriegen wir sogar noch ein schönes Angebot. Pierre-Emerick, ja genau. Emerick Aubameyang ist wieder zurück. Ich soll ihn einfach nur Aubameyang nennen und fertig. Real Madrid verhandelt mit Borussia Dortmund über Dumbia-Wechsel. Ja, das kann ich schon verstehen, dass der nicht hier bleiben will. Ist eigentlich stärker als wir und wird trotzdem nicht gesetzt. Oh, und das nächste Spiel gegen den HSV. Haha, ha, mal was Neues. Und gut, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Schuto.